Ich grüße dich, junger Mann. Der nächste Streich folgt sogleich. Der junge Mann möchte weiter wachsen. Das ist immer lobenswert und deshalb gucken wir uns das an, was bei dir los ist. So, heute ganz wichtig für dich. Du hast um den Hals wie ein Tuch. Ein richtig ätzendes Tuch und in diesem Tuch ist wie eine Billardkugel eingewebt und eingewickelt, die dir auf deinen Kehlkopf drückt. Kehlkopf ist für mich das Synonym, die Metapher, hey, Männlichkeit. Denn bei Männern sieht man, dass es ein Mann ist, wenn man den Kehlkopf sieht. Bei Frauen siehst du es nicht. Und man will dir also deine Männlichkeit, den Kehlkopf runterdrücken, also nach hinten drücken und dich wie abschnüren in deinem Kraftpotenzial, in deinem männlichen, in deinem Testosteronpotenzial. Wir haben hier die männliche Klientel, sprich die Vaterklientel bei dir im Feld. Und der wollte gleich, während den Anfängen, habe ich im Fernseher, während den Anfängen, damit er mir nicht über den Kopf wächst und mir meinen Rang in der Sippe streitig machen kann. Denn wir wissen ja, in der Tierwelt ist es ja nun mal gerne so, dass das Männchen in der Sippe gerne die männlichen Nachkommen tötet, damit die ihm den Rang nicht ablaufen können. Weil wenn die voll im Saft und Kraft und Testosteron stehen, ist dann mal die Kacke am Dampfen für den alten Sack, wenn der junge Mann 14, 15, 16 in der Pubertät drin ist. Und man hat dich wie gebannt, so mit 3 so ungefähr, und da bist du stehen geblieben. Du konntest ja nicht in die Pubertät kommen, in deine Männlichkeit, in das, was du wolltest. Du hast immer gegen irgendwelche unsichtbaren Dämonen gekämpft und bist einfach nicht vorwärts gekommen. Und wir müssen das jetzt alles erstmal auflösen, was da in deinem Feld drin ist, was dich nicht in deiner Männlichkeit sein lässt und bleiben lässt und dich auch nicht so zeigen lässt, damit du dich wieder spüren kannst. In dir drinne habe ich den kleinen Spatz, den kleinen Karl Gustav, Punkt, Punkt, Punkt. Verstehst du, dass er den ganzen Tag, die ganze Zeit schreit, brüllt, mit den Füßen auf den Boden schlägt? Also du hörst es die ganze Zeit, du kriegst überhaupt keine Ruhe in dich hinein, in dein System, weil er so laut brüllt, weil er endlich frei sein will, weil er endlich spielen will und zwar das, was er spielen will, nicht mit Puppen und mit Strickzeug und Stricknadel, sondern er will mit Bauklötzern, verstehst du? Paläste erbauen. Ich sehe bei ihm so richtig abgeranzte oder abgeschrubbelte Holzklötzer, wisst ihr, die schon so viel bespielt wurden, dass die Farbe schon abgegangen ist. Und da will er einen großen Turm bauen. Wie groß kann der gebaut werden, dass der nicht umkippt und das Zeigen in die Welt reinbringt, dass er seine Luftschlösschen in die Welt hier reinbringen kann. Halleluja. Und ich muss jetzt erstmal dieses blöde Halsband. Halleluja, unser Halleluja Nummer 1 ist da. Dieses blöde Halsband müssen wir jetzt abmachen, du Lieber, damit du wieder atmen kannst, weil du atmest wirklich nur bis zum Mandelbereich. Da ist auch immer wieder und ich kann nicht schlucken und irgendwie halt ein Kloß im Hals. Es geht nicht vorwärts hier bei dir. Jedes Mal, verstehst du, wenn du auf die Bühne willst und den Don Juan, wisst ihr, vom Theaterstück XY zum Pfeil bieten willst, dann ist die Stimme weg. Dann kommst du einfach nicht vorwärts und kannst nicht sagen, was wirklich bei dir am Bach ist. Das geht nicht. Das schaffst du nicht. Unglaublich. Halleluja. 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 Die Nasenkiemen gehen auf, sodass sich dein Fokus über dich und dein Leben verändert. Halleluja. Hermann-Manster-Löcher, alles ist zu. Das ist so wie, hast du das Gefühl, du hörst nicht richtig oder du hast einen Druck auf den Ohren. So weißt du, wie wenn man ein Bergegelände ist zum Beispiel, hast du ja permanent Druck auf den Ohren und musst immer schlucken, dass der Druck weggeht. Und bei dir ist so dieses, ich höre das so dumpf, so taub, als wenn du die ganze Zeit Druck auf den Ohren hast und alles so wie durch so einen Schleier hörst. Halleluja. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Von deinem Gesicht fällt ganz viel vertrocknete Sandkruste ab. Denk dran, irgendwelche Urvölker schmieren sich mit Sand ein, um sich vor der Sonne zu schützen. Und du läufst die ganze Zeit hier in den europäischen Breitengarten damit rum. Hallo, ist hier nicht nötig. Du brauchst das nicht. Und du brauchst auch keine Schlammmaske, um deine Haut noch schöner zu machen. Ein Mann sieht anders aus. Halleluja. 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 Da wo die Kiefergelenke sind, davor, 2 Zentimeter davor, hast du wie so einen Verschluss. Ein Tier, ein Löwe, ein Wolf, ein Hund, ein Tiger, was auch immer, verstehst du? Die reißen ihr Maul auf und brüllen und sagen dem anderen, ey du, wenn du nicht lieb und nett bist, dann beiß ich dir in deine Eier und dann sind die ab. Dadurch, da man dir davor 2 Zentimeter rechts vor dem Kiefergelenk, 2 Zentimeter links, verstanden, hat man dir wie eine Sperre reingemacht. Du kannst also gar nicht den Mund aufmachen, wie du das willst, Kerl. Verstehst du? Das ist unmöglich. Wie willst du da zubeißen können? Wie willst du den anderen anknurren können? Wie willst du da zähnefletschend in der Welt umherstehen, wenn der Alte kommt, um dir wieder zu beweisen, dass er der Größte und der Tollste und der Superste ist? Du kriegst ja gar nicht mal deinen Mund auf. Wenn du den wenigstens bis da aufkriegen könntest und dann mal knurren könntest, ja, verstehst du, selbst damit kannst du zubeißen, aber das geht ja nicht. Im Menschlichen unmöglich, weil du ja da diese Sperre drin hast. Halleluja. Bei dir ist so, du liegst da auf dem Zahnarztstuhl. Hallo, Karl Gustav, mach mal den Mund weit auf. Der Mund ist weit auf. Nein, ich sehe ja noch nicht mal die Zähne. Und das ist alles andere als lustig. Halleluja. Der hat so einen Schiss gehabt vor dir, weil du einfach Testosteron pur warst, verstehst du, als Kind. Und da hat er gleich einen Riegel vorgeschoben. Alles, was das ist, was das war, was das sein könnte. Eventuell unter Umständen vielleicht. Davor, dahinter, darüber, darunter, daneben, durch alle Seinsformen, durch alle Leben. Mit den Autoresponder zertrümmerte Autoresponder, archimedische Spiralen und Algorithmen. Das elektromagnetische, biochemische und infoenergetische an Abprägung. Boah, die ganze Stimme geht jetzt runter ins Dekolleté. Sehr gut. Du bekommst ein anderes Stimmenvolumen. Das schwarz-weiß- und buntmagische da drauf, da drunter, davor, dahinter, daneben. Auch hier durch alle Seinsformen und Leben zerstören, löschen, unkrieren, eliminieren, entmachten, kündigen, aufschwören, ab, annullieren wir. Durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiuniversen und Zeitzonen und geben es zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Halleluja. Halleluja. Team gehen weiter auf, die Nasenlöcher gehen auf, dein Fokus verändert sich, du merkst, dass du besser gucken kannst, dass die Augen viel größer sind, verstehst du? Du also ein viel größeres Potenzial hast, etwas zu erkennen. Halleluja. 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 Du merkst, wie dein Gemächt anfängt zu kribbeln, du mehr in deine Männlichkeit, in dein Rrrr kommst. Ich erschaffe oder erkämpfe mir jetzt mein eigenes Revier, mein eigenes Territorium und ich wirke jetzt auf die, die mein Territorium eindringen wollen, bedrohlich, weil ich endlich richtig knurren kann. Und nicht mehr schnurren wie ein Kätzchen. Halleluja. 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 Die Schultern gehen nach unten. Du musst keine Angst mehr haben, dass dir einer in den Nacken schlägt. Der Kopf geht nach oben. Denk wieder an die Schnecke, wo die Fühler wieder rauskommen, weil die Schnecke wieder mutig ist, die Welt ertasten zu wollen. Man hat dir deine Beine genommen. Dadurch hat man dich mal eben um viele Zentimeter kleiner gemacht, um dich von oben nach unten herab klein zu halten und zu quälen. Und weiter zu unterdrücken, dich lächerlich zu machen.
Halleluja. Halleluja. Leisten gegen tut weh. Deine Beine wachsen jetzt aus dir heraus, denn du bist endlich bereit, deine volle Größe einzunehmen und dich in deiner vollen Größe 1,80 Meter zu zeigen. Halleluja. Nicht aufstehen am besten, weil das geht jetzt in rasender Geschwindigkeit nach oben für dich und dann kann dir ein bisschen schwindelig werden. Neue Anbindung oben, neue Anbindung unten erfolgt. Dadurch wirst du dich sicher fühlen. Dieses Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, blablabla Gedöns geht raus aus dem Feld, weil du ja eine völlig neue Sichtweise hast und einen völlig neuen Fokus, weil Nase wieder da, Nase ist offen und du hast eine völlig andere Distanz von dir zum Boden, weil deine Beine jetzt wieder da sind. Du musst völlig neu lernen zu laufen, also bitte jetzt hier kein Bungee-Jumping und Co., sondern konfiguriere dich jetzt bitte komplett neu. Du musst alles neu lernen, weil du noch nie auf deinen zwei riesigen Kackstelzen, behaarten Kackstelzen gestanden hast. Halleluja. Bei dir liegt bitte Gurke, viel Gurke essen, gerne auch Gurkensaft. Dein Körper braucht Gurke. Halleluja. Halleluja. Der weiße Heilnebel fängt schon an, alle Löcher, Risse, Ritzen zu kitten, zu verschließen. Halleluja. Hörst du Halleluja? Aus der Perspektive, wo du jetzt endlich angekommen bist, hast du Verständnis für andere. Von unten nach oben zu gucken, und da kann man kein Verständnis haben. Das ist der Kampf ums nackte Überleben gewesen bei dir, dein ganzes Leben. Und jetzt von oben nach unten hast du Verständnis für andere. Misch dich in deren Sein nicht mehr ein und gehst jetzt deiner Wege und fängst an, deine Luftschlösschen in der Welt zu bauen. Weil, verstehst du, du hast endlich Erdung, du hast endlich Bodenhaftung. Du hast endlich deine Füße wieder. Das heißt, das, was du jetzt in die Hand nimmst, endlich auch Wurzeln haben und schlagen kann. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe. Du bist die Basis deiner Träume. Und wenn du jetzt du bist, auf Grundlage dessen, was wir gemacht haben, dass wir dich weiter in dein Männlichkeitsgedöns reingehoben haben, verstehst du, dir eine Erdung und eine Anbindung zur Urquelle wieder verschafft haben, wo du endlich die Informationen bekommst, so kannst du ganz anders agieren, so kannst du ganz anders Erbauer sein, deines Lebens, deines Seins, deiner Kinoleinwand, deines Films da drauf. Die Augen werden immer größer, du siehst immer mehr Panoramablick, du erkennst. Du gibst dich nicht mehr in die Energie von Mutter, Vater, Onkel, Tante und Verwandte, sondern du gehst mit deinen Kackstelzen ein paar Schritte zurück, bleibst in deiner Weintraube und kreierst dort, was du kreieren willst. Du wirst eingebracht in deine Realität. Du weißt Flugzeughanger, also hier kannst du bauen, kreieren und überlege dir genau, Freund Nase, wen du da reinlässt, der dir eventuell dein Origami-Papiergedöns einfach mit einem Fußtritt wieder kaputt machen kann. Hallo, jedes Pflänzchen ist sehr zerbrechlich. Denk an so einen Baum, da kann schnell mal was abbrechen. Hast du hier eine 20-Meter-Eiche, verstehst du? Die haut keiner so leicht um. Aber du fängst ja erst an zu bauen, zu erschaffen. Also schütze deine weiteren Babys, die du jetzt im Flugzeughangar erbaust, junger Mann. Halleluja. Du bekommst all die Heroldrollen, die du abgegeben hast. Warum, wieso, weshalb auch immer, ist völlig Jacke wie Hose. All die Heroldrollen über dich und dein Leben, die du jetzt hier und heute brauchst, bekommst du. Gerade wieder. Es sind 7 Stück, 7 die Zahl der Magie. Also verdammt nochmal, nimm diese 7 nacheinander, dass sie keine runterfallen lässt und beschmutzt wird und pack die bitte dahin, wo du sie nicht mehr verlieren kannst und sie dir auch keiner wegnehmen kann, wo du dann sagen kannst, naja, hier gibst du dir, was wieder schön bescheuert wäre, ne?
Ich hoffe mal, dass du das nicht machst, ne? Halleluja. 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 Ruhe und Frieden. Herz wird geöffnet. Herz ist ganz groß. Es wird stabilisiert. Herzchakra wird stabilisiert. Die Stimme ganz tief. Du bist jetzt in der Pubertät. Du weißt, Stimme verändert sich. Du darfst jetzt wachsen und groß sein. Du sein. Halleluja. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Festigkeit, Männlichkeit. Du spürst, wie du in dir drin stehst, wie ein Stein, wie der Fels in der Brandung. Für dich, nur für dich. Und darauf kannst du dein ein Haus, ein Auto, ein Boot, ein Sohn, ein Baumdings, was immer das für dich ist, hörst du, aufbauen, erschaffen, kreieren. Das ist auch so, wie du jetzt steht, wie eine Eins. Der weiße Heilnebel kommt, verfestigt, manifestiert es nochmal, gibt dir eine gewisse Stabilität, dass es dir nicht zu groß vorkommt plötzlich. Weißt du, dein Flugzeughangar, oh mein Gott, den kriege ich ja nie voll, oh mein Gott, da kann ich ja dieses und jenes nicht. Völlig normal, wenn sich das EGP-Gedöns wieder einmischt. Halleluja. Halleluja. Frieden, Frieden, Frieden. Weißer Heilnebel kommt, du kriegst dein Heilei, dein Schutzei. Und jetzt spür einfach nur rein. Sei einfach nur du mit dem, was du bist und wer du bist. Und nichts ist furchtbar und nichts ist schrecklich. Kommt noch wie so ein Schutzgitter um dich herum. Das löst sich aber auf, wenn du es nicht mehr brauchst. Genauso wie dein Heilei, sodass du dich komplett in deinem Sein, in deiner Göttlichkeit, in deiner Männlichkeit zeigen kannst. Ich bedanke mich, dass ich wieder etwas für dich tun durfte. Es war mir eine Freude und ein Fest. Und nun mal gucken, was du daraus machst. Ich drück dich und Gottes Segen weiter auf all deinen Wegen. Mach's gut, du Lieber.